Kapitel 22. Liebe Brüder und Väter, hört, was ich zu meiner Verteidigung sagen kann. Als sie merkten, dass er sie in ihrer Muttersprache anredete, wurden sie ganz still. Er fuhr fort: Ich bin ein Jude wie ihr. Geboren wurde ich in Tarsus in der Provinz Zilizien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel. Bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung im Gesetz unserer Väter, und ich kämpfte leidenschaftlich für die Ehre Gottes, so wie ihr es heute auch tut. Mit allen Mitteln bin ich gegen die neue Lehre vorgegangen und habe sie bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich in Ketten legen und ins Gefängnis bringen. Der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft können mir das bezeugen. Von ihnen ließ ich mir Empfehlungsbriefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben, um auch dort die Anhänger der neuen Lehre gefesselt zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. Doch auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, geschah etwas. Es war um die Mittagszeit, als plötzlich vom Himmel her ein helles Licht aufleuchtete. Ein unbeschreiblicher Glanz umstrahlte mich von allen Seiten. Ich stürzte geblendet zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte ich, und die Stimme erwiderte: Ich bin der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, verstanden aber nicht, was die Stimme sagte. Ich fragte: Was soll ich tun, Herr? Steh auf und geh nach Damaskus, erwiderte der Herr. Dort wirst du alles erfahren, was dir zu tun aufgetragen ist. Von dem strahlenden Glanz des Lichtes war ich aber so geblendet, dass ich nichts mehr sehen konnte. Meine Begleiter mussten mich bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Dort wohnte ein gewisser Hananias, ein frommer und gesetzestreuer Mann, der bei allen Juden in der Stadt hoch angesehen war. Der suchte mich auf und sagte zu mir: Lieber Bruder Saul, du sollst wieder sehen können. Im gleichen Augenblick sah ich ihn vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen. Er sagte: Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen. Er hat dich dazu bestimmt, den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst ein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen und rufe dabei den Namen des Herrn an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Als ich dann wieder nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn, und der sagte zu mir: Verlass Jerusalem auf dem schnellsten Weg, denn die Leute hier werden nicht annehmen, was du ihnen über mich sagst. Ich erwiderte: Herr, sie wissen aber doch, dass ich von einer Synagoge zur anderen ging, um die, die an dich glauben, verhaften und auspeitschen zu lassen. Und sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, ganz damit einverstanden war und die Kleider seiner Mörder bewachte. Doch er befahl mir: Geh, denn ich will dich weit weg zu den anderen Völkern senden. Bis zu diesem Wort hatte die Menge ruhig zugehört. Doch jetzt begannen sie zu schreien: Weg mit ihm! Bringt ihn um! So einer darf nicht leben! Sie tobten, rissen sich die Kleider vom Leib und warfen Staub in die Luft. Da befahl der Kommandant, Paulus in die Burg zu bringen. Er wollte ihn unter Peitschenhieben verhören lassen, um herauszubringen, weshalb die Menge ihn so hasserfüllt angeschrien hatte. Als die Soldaten ihn für die Auspeitschung festbanden, sagte Paulus zu dem dabeistehenden Hauptmann: Ist es bei euch denn erlaubt, einen römischen Bürger auszupeitschen, noch dazu ohne Gerichtsverfahren? Als der Hauptmann das hörte, lief er zum Kommandanten und sagte: Weißt du, was du da tust?
Der Mann hat das römische Bürgerrecht. Da ging der Kommandant selbst zu Paulus und fragte ihn: Stimmt es, dass du römischer Bürger bist? Ja, das stimmt, erwiderte Paulus. Mich hat es eine Menge Geld gekostet, dieses Bürgerrecht zu bekommen, sagte der Kommandant. Und ich besitze es seit meiner Geburt, entgegnete Paulus. Die Männer, die ihn verhören sollten, ließen sofort von ihm ab, und der Kommandant bekam es mit der Angst zu tun, weil er einen römischen Bürger hatte fesseln lassen. Weil er aber genau wissen wollte, was die Juden ihm vorwarfen, ordnete er am nächsten Tag eine Zusammenkunft der hohen Priester und des ganzen Hohen Rates an. Er ließ Paulus die Ketten abnehmen und stellte ihn vor die Versammlung.